Glück auf, ihr Lieben, und willkommen zum vierten Teil. Hier geht es um die verbotenen Kontinente, die man nicht bereisen darf, beziehungsweise wenn man in die Nähe kommt, wird man von dem Militär ganz schnell eingecasht. Auf der Mondkarte sind diese aber zu sehen. Das ist einmal Lemuria und einmal Atlantis. Ganz easy und leicht zu erkennen auf der Mondkarte, aber wie gesagt, man darf da nicht hin. Hier haben wir Lemuria, ja, hier haben wir den Äquator langlaufen, dann haben wir den Pazifik, den Pazifischen Ozean, ja, und hier hat er auch ein paar Tiere eingezeichnet. Das sind so ja, alte Bandbemalungen bzw. von alten Karten, die verschiedenen Symbole, was es da für Wesenheiten gibt auf diesen Kontinenten. Sehr interessant, ich würde gerne mal hinreisen, aber wie gesagt, das ist nicht ganz möglich. Man wird weggecached, ist genauso wie wenn man zu nah an die Antarktis kommt, dann wird man auch weggeschnappt vom Militär und verliert auch seine Lizenzen etc. Dann haben wir Atlantis, ist hier auf der Weltkarte, die sich am Mond erkennen lassen. Dann, ja, Atlantik, die Plejaden, Titan, Asan, State of Kronos, also er hat hier ein paar Namen gegeben. Ob diese Namen jetzt historisch entstanden sind, wenn man über Atlantis redet, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon, wenn ich mich richtig erinnere, ich habe mich mal mit Atlantis beschäftigt, aber das ist schon eine ganze Weile her. Ja, hier können wir erkennen, wie wir denn nach Atlantis kommen, und zwar von Afrika. Wir gehen nach links, wenn man so will. Ja, sehen wir hier einen Kompass? Ja, hier ist ein Kompass. Das heißt, wir gehen nach Südwesten und dann könnte man schon auf Atlantis treffen, ja, hier. Wenn man sich die Schiffs- und Flugrouten anschaut, dann wird man feststellen, dass niemand von hier nach da reist. Also niemand südöstlich von Mali oder Liberia da hinreist. Alle gehen sie hier vorbei, so möglichst nah an der Küste, egal ob Schiffe oder Flugzeuge. Da gibt es auch noch ein paar interessante Karten, wo auf diese Karte die Schiffs- und Flugrouten eingezeichnet sind, aber dazu mehr in den nächsten Videos. Grundsätzlich kann man sagen, Atlantis ist erreichbar, ist auch nicht weit weg. Ne? Die Entfernung kann man wieder an der Mondkarte ablesen und da sind wir bei 700 Kilometern. Das ist ja schon eine ganze Ecke, aber nicht zu weit, ist möglich mit dem Boot, möglich mit dem Flieger. Hier sehen wir es auch nochmal genau. Man könnte auch theoretisch auf diese Inseln reisen von Angola. Ja, also es ist möglich. Das sind die Inseln von Terra Vista. Sind aber dann, die Distanz ist relativ hoch. Man sieht es auch hier auf der Karte. Die Distanz ist höher als hier. Ne, es sind 2500 Kilometer. Dann von Namibia kommt man auch nach Terra Vista. Es ist durchaus möglich. Jetzt ist die Frage, warum Afrika so arm gehalten wird. Vielleicht liegt es ja daran. Wer weiß. Dann kommen wir zu Lemuria. Die Karte würde ich gerne drehen. Jawohl. Hier unten sehen wir es dann. Lemuria ist erreichbar von Asien. Ja, Korea, Taiwan ist nicht weit weg. Deswegen hat auch wahrscheinlich China so Probleme, dass Taiwan unabhängig ist, weil es noch ein Katzensprung nach Lemuria ist. Ja, es ist quasi nicht weit weg. Ich drehe das Bild noch mal kurz. Ja, Südamerika ist dabei der kürzeste Weg, um dahin zu kommen. Das sehen wir hier. Ich kann es dann noch mal in diese Richtung drehen. Ja, Südamerika, hier haben wir den kürzesten Weg. Ja, Terra del Fuego. Ja, 1700 Kilometer. Ja, hier haben wir dann Neuseeland. Von da ist es auch nicht weit weg bis nach Lemuria. Die Distanz von hier sind 500 Kilometer, also wirklich einen Katzensprung. Und von Taiwan nach rüber sind 700 Kilometer. Also Lemuria ist leicht zu erreichen. Aber wenn man dann auf verschiedene Karten der Flug- und Fisch- und Schiffsrouten schaut, ist hier nichts los. Und damit war es schon mit den verbotenen Kontinenten. Wir sehen uns im nächsten Video.